Grüße vom Gerecht Innsbruck. Heute sind wir heraus bei bestem Wetter, da unterhalb der Standstützenkaserne, wo praktisch jetzt da ein Parkplatz, der früher ein Schotterparkplatz war, wo man geschätzterweise 40 Autos stehen hätten können oder konnten, haben sie jetzt verkleinert und asphaltiert, nicht markiert und alles, haben jetzt noch 20 Autos Platz und da soll jetzt am kommenden Donnerstag im Gemeinderat beschlossen werden, dass da die Gebührenpflicht eingeführt wird. Das heißt, einer, der da auf Hawaii hinuntergeht, weil sie mir vielleicht im Tivoli-Schwimmbad ein bisschen zu viel Zugang ist oder weil er sich den Eintritt sparen will, muss da für einen Tag 8 Euro oder für die halbe Stunde 1 Euro bezahlen. Wir sind der Meinung, außerhalb des Stadtgebietes, die Ortsdorf in Innsbruck ist nämlich weiter vorne nachher noch, da in die Leit, im Wald mehr oder weniger, so wieder in die Sack reinzufahren, das ist unstatthaft, das gehört sich nicht. Und wisst ihr, was das Traurigste ist? Dass wieder die Mehrheit im Gemeinderat dafür stimmen wird, so wie es ausschaut, weil wir haben 10 Grüne, die sind eh sowieso gegen die Ding, gegen die Autofahrer, dann haben wir 4 Rot-Grüne, weil die Raten sind ja keine Raten mehr, die stimmen ja mit den Grünen immer mit, die Schleppenträger, Elli Meier, ich mag die gern, aber du bist immer noch bei den Grünen beim Aufheben, darum verliert es auch jede Wahl. Und dann haben wir, das ist auch ganz interessant, die Gelben, die sich für Innsbruck nennen, sind dann schon lange gegen Innsbruck, da mutmaß ich einen Deal, weil die Frau abgewählte Bürgermeisterin hat ja wieder ihre Ressorts zurückbekommen vom Herrn Georg Willi und dann werden die halt gesagt haben, mutmaßlich, ja, dann stimmen wir halt bei euch auch mal mit. Das heißt, so wie es ausschaut, 21 Stimmen für das, dass ihr, liebe Innsbrucker, zukünftig auch da herausblechen könnt. Und was auch noch ganz interessant ist, das könnt ihr euch jetzt anschauen, es sind bereits die Fundamente für die Parkautomaten da einbetoniert, bevor der Gemeinderat überhaupt abstimmen darf. Das heißt, auch wieder ein abgehautetes Spiel. Man weiß von vornherein, wie es ausgehen wird. Und das sind alle Sachen, die praktisch gegen diese Transparenz des Herrn Bürgermeisters und gegen die Bürgernähe und er wird überall zuhauchen und diskutieren, sprechen. Also ich muss sagen, sehr, sehr enttäuschend. Und bitte schön, denkt dran, wenn es da rauskommt, nehmt ihr Geld mit, weil es ist in Innsbruck bald nichts mehr umsonst. In diesem Sinne, macht es gut. Servus Innsbruck und Servus Tirol.